Hallo und herzlich willkommen im Sportsmann auf meinem Kanal. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Runde Viking Transporte. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns jetzt nur 362 Meilen vorm Ziel. Bin mit Mühe und Not mit der 10er Vorzeit hierher gekommen, weil ich im Sportsfreund, der jetzt hier übernachtet und habe mir jetzt entschlossen, dass ich heute halt hier jetzt am Morgen tanke. Sage ich, wo wir sind. Wir sind jetzt hier an der Raststätte. Die Station dabei. Man hätte hier dann reparieren auch noch können und dann auch fahren. Aber wir fahren jetzt den Rest zusammen. Und dann schauen wir, ob wir Fracht nach Houston kriegen. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ihr hier den Weg zu mir in die Viking-Transporte gefunden habt. Und ich hoffe, ich kriege ein bisschen mit diesen Let's Play unterhalten, meine Sportsfreunde. Natürlich gehen da Grüße raus an meine YouTube-Kollegen, an meinen Fahrer, Maisi on the Road. Macht auch ETS-2-Videos. Genauso wie der Tracker Handal, der Harry de Jong, der Stefan on the Road und der JJ on Tour. Die Jungs machen auch absolut geile ETS-2-Videos. Genauso wie der Padora, den darf ich nicht vergessen, macht so keine Simulationsvideos, aber macht auch absolut geile Projekte. Schaut's bei den Jungs auf die Kanäle vorbei, sind alle bei mir in der Infolisten, also Kanalinfolisten verlinkt. Ein Daumen nach oben würde den Algorithmus pushen, genauso aus wie ein Kommentar bei den Sportsfreunde und über ein Abo würde sich auch jeder freuen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mach mal das so, Helga, wenn du es so sagst. Jetzt nehme ich ihn heute bei der Nacht bei Regen Ausfahrt mit. rechts. Aber es nutzt uns ja nichts. Wir müssen fahren, 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 fahren. Denn wir brauchen Geld, 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 Geld. Immer geradeaus. So ist es. Zwar haben wir nur, oder? Zwar Leasing, also zwar Kredite haben wir nur zum Abzahlen. Die werden zwar jeden Tag weniger. Und unsere Fahrer werden jeden Tag besser. Aber trotzdem. Immer geradeaus und dann rechts halten. Manche schlafen schon bei den Opiern. Unglaublich, unglaublich, meine Spaßfreunde. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich beim Überlegen bin, ob ich auch ein Kennwort hergib und dafür einen neuen Volvo kaufen soll. 40.000 habe ich so ein Angebot gekriegt für mein Kennwort, also den vom, dem was der Hannes gefahren ist. Aber ja, ich kann es zusammenkommen. Also heißt, wir müssen die Last dann ein bisschen halten. Also ich finde eine andere Lösung. Uiuiui. Eine Werkstatt braucht man. Werkstatt braucht man. Die Reifen sind zum Reparieren. Entschuldigung. Die Reifen sind zum Reparieren. Wird eine schlittrige Fahrt werden.
Schauen wir mal, ist da liegt eine Werkstatt auf dem Weg? Da müssen wir abfahren. Walmart ist da, Swift, GM. Na schauen wir, dass wir dann üben. Dass wir diese Nummer bringen die Nacht. Ja, wir sind viele Meilen gefahren bis jetzt mit dem Sportsfreunde, da nehmen wir die Reifen schon ihren Teil mit. Bei trockener Fahrbahn merkt man es jetzt nicht so, aber bei nasser Fahrbahn. Um 23 Uhr sind wir gestartet mit dem Sportsfreunde, nur falls das jemand wo ich das wissen möchte. Na, wenn wir dann heute statt der Ladung aufnehmen, eine kleine Wartungssession machen. Muss halt auch sein, gell? Nur gut gewartet, die Lastung habe ich echt am Anfang vom Projekt gesagt, sind Top-Lastung. Ich glaube, bei den Raststätten, wo ich übernachtet habe, war keine Werkstatt dabei. Aber ich schätze halt einmal, dass die ziemlich abgefahren sind. Jetzt haben wir den 12%, ja, ich schätze mal, dass die um die 10% abgefahren sind. Immer geradeaus. Ah ja, ist klar. Bock mal schon. Immer geradeaus. Dass man die Triebe kümmert über die Linie. Ich denke, dass unsere Fahrer da einfach und jetzt. Wie war es, die ewigen Rotphasen? Ah, und dann würgen wir noch einer. Absolut genial. Der HP schon wieder mal nicht den Splitter da hingesplittet hat, wo er hingehört, gell? Ja, der eine oder andere wird sich denken, HP dann bitte Automatik. Nein. Ich fahr im Real Life ein Automatik-Lastwagen. Deswegen. Ich liebe die Handschalter. Ich liebe sie einfach.
Ist auch mir gegangen, weil die Daten ja gerne in Houston reparieren lassen, mein Laster, aber wahrscheinlich wird sie das nicht spüren. Mach mal doch, mach mal doch. Immer geradeaus. Das waren doch 10 Meilen noch. Immer geradeaus. Ich würde mir sagen, in der Nacht sieht man nicht so viel. Dann hole ich dazu, wenn wir unten wieder beim Entladen sind oder kurz davor, bis gleich mal im Schlossrennen. Mal im Schlossrennen nehme ich wieder mit ins LP. Das ist jetzt nur 120 Kilometer eben vor vom Swift. Ja, Swift ist. Kommt aber noch schauen müssen. So, wer da langsam kämmer. Derzeit zusehen, dass wir da, wenn wir jetzt um 6.20 Uhr, wenn wir jetzt um 6.20 Uhr hier das O geben werden, wenn wir in der Zeit warten müssen auf die Werkstatt. Jetzt bin ich nämlich stark beim Überlegen, ob wir nicht uns dann direkt gleich beim Walmart eine Ladung eventuell organisieren sind für Houston. Wie es ganz stark beim Überlegen. Biege nach links ab. Wenn ich im Schloss finde. Oder mir von. Weil ich möchte gerne zum Firmenhof. Oder Wäscheknopf. Ich möchte nämlich gerne zum Firmenhof. Das ist nämlich mein großes Anliegen. Bei welchen Karinus vor ein paar Folgen habe ich ja gesagt, der Charlie hat einen neuen Kunden an Land suchen. Und als Firmenchef ist er ein bisschen selber bei den Verhandlungen dabei zu sein. Geradeaus. Die Ortschaften, die kosten halt im Let's Play einen Haufen Zeug, gell? Das. Das ist das Problem. Aber macht nichts, wir holen uns die Zeit schon wieder raus.
Mein Lehrwort war heute schmerzlich. Aber wenn wir gerade etwas in die Nähe finden, dass wir gerade, das ist gerade so 100 Meilen oder was, Lara von müssen, das war, da waren wir ja dann auch schon können. Na, ich glaube, ist das Fernlicht einschalten. Ah, schauen wir mal. Zwar aus dem Gemeinden sind wir schon lauch einmal im Sportsfreunde. Ah ja, ich bringe das schon auf. Scheißen Sie sich ja über Uhr ein bisschen. Schleicherei. Ja gut. 30 Meilen. Das sind ja 30 Meilen, gell? Jeder hofft, dass wir es da jetzt schaffen, in der Folge zum Firmenhof zu kommen. Aber ich glaube, das wird zeitlich ein bisschen knapp. Jawohl, geht schon wieder auf die Geschwindigkeit. Jawohl, und rein ins Gas, aber da vorne ist wieder Ampel. Wenn du das Gas steigen kannst, dann wird's nichts. Okay, schau, was ist denn los? Da hat SCS gut gemacht mit die Rotphasen in dem Spiel. Das guck mal, so.
Bitte lässig, wenn ein paar so Firmen hintereinander sind, die gleichen Firmen natürlich mal im KI-Verkehr. Oh, schöner Sonnenaufgang. Da werden wir uns gleich einen Screenshot machen. Noch ein bisschen immer. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Leute, 65. Mann, was schlaft's denn? Es geht ja gerade die Sonne auf. PKW vor, der was da vorhin schlaft. Biege nach rechts ab. So. Also, ich komme ein bisschen weiter. Irgendwann, Gottes. Kreiszeichen. Schauen wir gleich nach während der Rotphase. Hat der Wohnmaut etwas? Der Wohnmaut. Nach ganz oben etwas. Nach Austin. Bisschen weiter unten. San Antonio. Wenn man heute ist nach Osten nun immer. Da fahren wir nämlich wie ganz Lara. Dann macht man den, Schwenker von Osten nach Houston um. Ist nicht so weit, muss man laufen müssen. Schauen, ich glaube, die Woche können wir bis Samstag fahren. Geradeaus. Dann wollen wir locker einen Werkstatttermin holen. Ist auch schon mal was Gutes. Dann haben wir noch Zeit zum Geld verdienen. Links halten. Ich schon dort die Ausfahrt. Jetzt merkt man, die ist weiter hinten. Na, no, jetzt hat der HP. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Jo. Biege nach rechts ab. So. Sind wir ja da. Das war eine schöne Endlich, Fahrt. wir sind da.
das ist mein Ziel. Nein, nein. Ich sehe jetzt. A tricky wird jetzt das. Wir müssen jetzt das linke I Wir müssen jetzt nämlich über das linke I kopieren. Das geht so mit dem Sportsfeld. Ich hoffe, ich kann jetzt das so zeigen, wie ich mir das vorstelle. Normalerweise steigt man ja aus, gell? Ah, hinterm weißen Transporter. Hinterm weißen Transporter. Nur mehr aussitzen, das Spiel. So. Konzentration. Sieht man natürlich nichts. Jetzt kann man, wenn wir jetzt stellbare Spiegel hätten. Also bei dem MAI ist das einmal so, da kannst du einen Knopf drücken und drückt den Spiegel weiter aus. Ah, jawohl, jawohl, jawohl. Dann machen wir den jetzt schick rot. Hervorragend. Also ich bin Jahr und Tag nichts anderes da, gell? Also jetzt war mir die Woche bei der Tankstelle zustellen, da wo ich das genau so machen muss. Mit meinem Tankbon. So, stellen wir jetzt den einmal dahinter. So. Passt. Erster Gang ist drin, dann bremst sich mal, also die dürfen wir nicht. Dann steigen wir mal aus. So, steigen wir mal aus. Servus. So, Kupplung auf. Unten durch. Satteln wir mal ab. Und dann schauen wir uns sowas an. Haben wir XP-Punkte haben wir dafür gekriegt? 35.000, das ist mal, das ist gut. 35.000. Ah, ich kann ein bisschen notieren, mein Spaß, wenn das tut mir leid, aber das ist mein innerer Munk. So, dann haben wir da. Boot. Können wir sogar noch ein Level up, haben wir jetzt Level 15. Wir können nicht mitkriegen, aber Gott sei Dank. Machen wir die hochwertigen Frachten, dass du so auch mitkriegst. Dann Aufträge. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir den nach Houston, nach Austin noch. Ah, schau, da hätten wir sogar nach Houston. Fahrt vorsichtig. Jo, wir haben sogar noch Houston, meine Sportsfreunde. Er muss gerade dazu kommen sein. So, ich raus, jetzt nehme ich noch mit bis zum Walmart. Bin's dazu. Mach auf, dein Deal. Ich muss aus. Ich muss nach Hause.
bitte nicht nach rechts abholen? Ah, der Ulmart ist da herum. Okay. Biege nach links ab. Ich weiß, ich wollte in die Werkstatt fahren, aber wenn wir jetzt da bei dem Ulmart da rum, das ist niemand. Den habe ich zuerst nicht gesehen. Biege nach links ab. So, meine Sportsfreunde, bis 11 können wir noch fahren. Dann würde ich sagen, ich tue jetzt da die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus den Viking-Transporte weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergisst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!